Wir verfolgen die einfach mal. Boah. Eieieiei. Der crasht erstmal in den Rhein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDFR. Wir sind wieder auf Streife als Landei und ich habe von euch den Hinweis bekommen, dass es ja verschiedene Regionen gibt, wie die Stadt, das Land, den Highway, dass man da überall auch spielen kann und dass man auch Fahrzeuge und Skins von Uniformen einfügen kann, das weiß ich natürlich. Wir konzentrieren uns ja gerade mal aktuell auf die ganzen neuen Callouts. Guck mal, was es dafür so Einsätze gibt. Neue Fahrzeuge und andere Uniformen wird es dann demnächst mit der Zeit natürlich auch geben. Heute sind wir hier im County Sheriff Department, quasi ein Landpolizist. So, dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein, fahren erstmal auf Streife, schauen, was passiert. Vorher müssen wir noch Status abgeben, dass auch wir wieder Einsätze kriegen. Das heißt, dass wir quasi jetzt frei sind. Dienstbeginn. Wir haben es schon wieder abends. Oh Mann, das kann ja was werden. So, wir lassen uns überraschen. Mal sehen, was hier auf dem Land so passiert. Wir fahren, wie gesagt, erstmal Suicide Attempt. Code 2, das heißt, nee, das können wir wegmachen. Blaulicht an. Sirene aus. Code 2. Zack, na dann düsen wir mal rüber. Ein Suizidversuch wurde gemeldet. Warum nicht Code 3? Das kann ich nicht verstehen. Code 3 ist ja wie gesagt Blaulicht und Sirene. Wir düsen hier gerade bloß mit Blaulicht durch die Gegend. Können ein bisschen tiefes Horn anmachen, das ist das Einzigste. Wobei, seit wann halten wir uns eigentlich an Regeln, ne? So, hinter dem Highway. So, ein gelbes Mänelkiegel und ein gelber Punkt wird dargestellt. Und das höher gelegen. Sag nicht, die ist hier runtergesperrt. Oh. Gut, alles schon abgesperrt hier. Wie kann ich hier. Gut, dann fahren wir hier rum. Kann jetzt schlecht meinen Streifenwagen auf dem Highway parken. So, wo will er denn springen? Da oben ist derjenige, der springen möchte. Da haben wir gleich eine Leiter. Wir dürfen das natürlich mit übernehmen, wa? Wir dürfen bestimmt erstmal mit irgendeinem Officer reden, der da drüben steht, deswegen auch der gelbe Punkt. Gut, also den Einsatz kennen wir schon. Wurde nur angepasst quasi an LSPDFR 0.4. So, mal gucken, was er sagt. Hi. Gut, wir dürfen wieder die Drecksarbeit machen. Mir fällt gerade auf, wir haben die Stadtuniform an. Aber die von der Landuniform gibt es ja gar nicht. Wir haben einmal diese Uniform bei LSPDFR 0.4 und die Uniform des IAA-Agenten, also des IAA-Agenten. Warum haben wir eigentlich die Landuniform nicht? Na gut, wie gesagt, das können wir ja alles rein noch machen. So, das ist gleich der einfachste Weg. So, mal gucken, ob er springen wird oder nicht. Was frage mich, was der hier auf diesen. Was ist denn das? Ein Silo? Ich weiß es nicht. Ja, es könnte ein Silo sein. Riesengroße Silos. Ist natürlich blöd, wenn hier so eine Leiter ist. So. Ich wollte gerade sagen, raucht der?
Der sieht auch nicht sehr gepflegt aus. Es könnte ein Obdachloser sein. Abgenutztes T-Shirt, abgenutzte Hose, Schlappen an. Steuerung Y. Wir wissen ja nicht, ob die Familie wirklich hier ist. Bist richtiges Psycho. Genau, wir machen mal die drei. Sagen wir mal, was los ist. Ich will dir helfen. Könnten wir schnell den Taser nehmen. Das ist nichts, was wir für ihn tun können. Your wife is waiting for you. Don't do it. So wie der aussieht, hat er keine Frau. You will get better. Ich verspreche, du... Du fühlst die Änderung. Oh, dieses Geschleime. Wenn der springt, springt er sowieso. Da kann ich einen Taser, wie ich will. Wir versuchen es mit der 3. Okay, sieht kein Ausweg. I can't see any way out. You need. Das ist immer so eine, diese Aussage vom du musst mit mir runterkommen und mit mir reden. Müssen muss der gar nichts. Das Einzige, was er eigentlich will, ist runterspringen, weil er keinen Ausweg kennt. You don't have to do this. Wir versuchen es nochmal mit der 3. Im schlimmsten Fall springt er. Ja. Yes. Oh nein, er springt wirklich. Go back to the talk. Go back to talk to the commanding officer. Ja, Einsatz beendet. Der ist runtergesprungen. Ich möchte jetzt hier auch nicht runterspringen. Jetzt, come on. Das wär's noch. Schön die Hand in den Flächen schön wund reiben. Das tut doch weh. So, die Waffe steck mal weg. Ja, bevor wir den Quatsch. Achso, das geht ja nicht. Da kommt ja keiner hin, ne? Schön, dass dort die Einsatzkräfte stehen. Kann ich. Wir machen mal Luftunterstützung. Also Luft. Paramedics. Dahin ist der Hubschrauber. Gucken, ob die sich abseilen. Wie ist der eigentlich gelandet? Ja. Ein typischer Genickbruch. Ich glaube, da ist auch nichts mehr zu machen. So, seien die sich jetzt auch ab oder wartet der oben in der Luft? Das ist die Frage, weil normalerweise, wenn die abgesperrt sind, kannst du Paramedics rufen, wie du willst. Kommt keiner. Aber das sieht gut aus, dass die sich abseilen. Ach, der Dienstbeginn ist ja mal richtig geil mit einem Selbstmordversuch. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Ja, zu mir ist alles gut. Die nehmen sie auch gleich mit dann. Ich glaube, wir werden nicht erfahren, ob der tot ist oder nicht. Die nehmen den einfach mit. Auch bei der Höhe. Ja, das war's. Goodbye. So, den haben sie mitgenommen. Gut, dann quatschen wir noch mit dem hier schnell. Natürlich habe ich getan, was ich konnte. So. Und damit ist der Einsatz beendet. So. Reine Schreibenwagen, wir sind Code 4. Muss ich jetzt hier noch... Aber eigentlich nicht, ne? Ne, gut. Nicht schlagen, einsteigen, come on. So, wir fahren zurück in unser Gebiet wieder. Schnell mit Leute hier drüber. Zack, perfekt. So, warten auf den nächsten Einsatz. Also, erster Einsatz. Kein Erfolg. Selbstmordversuch. Der für uns missglückt ist, für den, der es durchgezogen hat, ist er geglückt wahrscheinlich. Oh, Entschuldigung. Ich finde das zwar cool, dass man Airpower Medics rufen kann, aber man erfährt halt nicht, ob der noch lebt oder nicht. Die nehmen wir einfach mit. Stolen Police Vehicle, na, aber so definitiv nicht. Vor allem direkt hier bei mir in der Nähe. Let's go. So, da fährt er. Tut uns vor allem so, als wäre nichts.
Mal gucken, wann er loslegt. Jetzt legt er los. Dispatch bräuchte Unterstützung und eine Lufteinheit, bitte. Man guckt, da sind die Kollegen sofort da. Jetzt müssen wir unseren eigenen Streifenwagen hinterher düsen. Da kommt der nächste. Dispatch, wir werden es mal mit... Oh, da gab es einen schweren Crash. Oh, na, mich doch nicht wegrammen. Spikes. Wir nehmen mal Spikes. Dispatch, wir bräuchten Spikes zum Stoppen des gestohlenen Polizeifahrzeugs. Die sind ausgefahren. Bitte da düst drüber. Jawohl, die ist drüber. Räder sind im Arsch. Vorsicht hier! Ah! Dispatch bräuchten dringendst ein Veterinär. Dankeschön. So, stopp ihn, stopp ihn, stopp den, stopp ihn. Hallo, ich möchte aussteigen. So. Die Kollegen kommen schon. Das ist schon befahren. Die finden also lustig, okay. So. Nur ordentlich hier aufgeräumt. So, also rechte Seite ist komplett platt, links genauso. Einsatz ist beendet. Machen wir mal Endcall. Hier müssen wir komischerweise immer das Beenden drücken. So, und jetzt bräuchten wir noch einen Tow Truck Service und dann brauchen wir einen Large Flatbed Truck. Nein. Ah ja, doch. Ist ja ein Polizeiauto. Oh. Kommst du echt durcheinander. So, das, ja, go ahead. Der möchte, muss still, sichergestellt werden. So, wird der jetzt eigentlich hier auch abgeholt, oder? Muss ich da wieder rufen? So, und der Abschleppwagen. Zack. Okay, dann haben wir gleich den nächsten. Der hat ein gestohlenes Fahrzeug. Let's go hinterher. Wir bräuchten vielleicht noch einen Transport. So. Ja, fahr dich mal selber fest. Das ist eine sehr gute Sache. So, come on. Macht's einfacher für mich. Wir nehmen den Taser. Come on, Hände hoch. Oh, eine Frau sogar. Okay. Get down on your knees, get down on the ground. Runter mit dir, let's go. Vermutlich fahren sie ja ein gestohlenes Fahrzeug. Sie sind erstmal vorläufig festgenommen. So, Jasmin Stone. Wir machen erstmal eine Personenüberprüfung. Sie bleiben hier bitte stehen. Haben wir uns verstanden? Okay. Gibt's keine Vorgaben? Dispatch, bräuchte bitte eine Kennzeichenabfrage zu 41SYS045. Jasmin Stone. Brittany Savage. Okay. Gestohlen. Alles klar. Dann. Proceed with caution. Ja, dann bräuchte ich einmal die Versicherung, bitte. Zur Sicherstellung des gestohlenen Fahrzeugs. Und ich bräuchte noch einen Abschleppwagen, bitte. Denn hier wurde noch ein Fahrzeug beschädigt. So, dann ganz normal ein Towtruck. Ach, diese Hupe, ey. So, ja, komm, hier, lass mal abtransportieren. Kann ja nicht sein. Sind vorsichtig mit dem Fahrzeug, die versprechen ist. Da bin ich aber gespannt. So, da kommt ihr Taxi. Oh, diese Alarmanlage. Kannst du die nicht ausstellen? So, hier einmal eintüten. Gestohlenes Fahrzeug. Erwischt. So, na das war doch mal wieder zwei Animal Attack. Oh. Jetzt geht's los hier. Ein Einsatz nach dem anderen. Wir haben jetzt zwei hintereinander gehabt, die erfolgreich geendet sind. So, wo ist das? Wo ist das Tier? Ist das das Tier? Nein, das ist nicht das Tier. Das ist das Tier. Okay, ist ein Puma. Geht gerade nicht anders. So, Einsatz ist beendet. Dispatch bräuchte trotzdem bitte einen Tierarzt an meine Stelle. Da rennt ein Tier. So, wir sperren hier erstmal die Straße ab. Damit ist nämlich nicht zu spaßen.
Wir mussten zwar das Tier jetzt anfahren. Weil sonst hätte es die eine Person da erwischt. Ist immerhin ein Puma. Aber wir können ihn natürlich nicht vorkommen lassen. Beziehungsweise tun wir unser Bestes, dass eventuell das Tier es überlebt. Ja, du kannst vorbeifahren. Die Seite ist frei. Immer diese Gafferte. So, hallo. Sehr schön. Da kommt der Tierarzt. Wir haben schon wieder ein gestohlenes Fahrzeug. Ja, wir sind gerade noch hier mit dem Einsatz beschäftigt. Mal gucken, aber ja. Ah, schade. Leider verstorben. Ja, ihr wartet einfach mal. Gut, aber wir haben unser Bestes getan. Der müsste jetzt eigentlich hier hinten drauf liegen, oder? Genau, da liegt er. Der kümmert sich gleich auch um die Entsorgung. So, Sperre aufgehoben. So, let's go. Weiter geht's mit unserem Reifendienst. Wir lassen mal den Tierarzt fahren. Das ist ein weißer Punkt auf der Karte. Warum? Bestimmt eine betrunkene Person oder. Was sind das für Geräusche? So, was ist dieser weiße Punkt? Gehen wir mal nach. Was ist der weiße Punkt da hinten? Ich glaube wieder mal ein Fehler im System. Ja, Ladungssicherung. Naja, gut. Ragt jetzt nicht wirklich großartig heraus. Gut, der weiße Punkt hat sich bewegt. Weiter geht's. Ich sehe keinen. Da haben wir da hinten zwei weiße Punkte. Fahren wir mal dahin. Solange kein Einsatz reinkommt. Okay, er hat den Puma verloren. Dispatch, ich bräuchte nochmal den Tierarzt hier bitte. Oder kann man hier? Komm, wir rufen mal Corona. Das will ich mal wissen, ob das funktioniert. Ob die das Tier mitnehmen. Weil der Tierarzt scheint ja die Ladung mal zu verlieren. Ja, sie warten jetzt hier. Hier ist gesperrt. So, da hinten kommt die Corona. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist eigentlich egal, ob es ein Mensch ist oder ein Tier. Ja, die nehmen die wirklich mit. Sehr gut. Sehr gut. Dann liegt die gleich nämlich hier rum. Da fahren nicht andere drüber. Und die Gedärme verteilen sich. Jetzt sind natürlich die weißen Punkte weg. Bei Firearm. Der ist durch. Ich glaube nicht, dass er erschossen worden ist, dass er überfahren worden, Jungs. Aber ist okay. Macht mal. Hauptsache, ihr habt einen eingetötet. Ja, haben wir wieder zwei Fahrzeuge. Was machen die hier? Okay, der hat sehr eilig. Hinterher. Der erste war noch human. Aber ich glaube, die machen ein Rennen. Kann ich hier eine Meldung machen? Nein, eine Meldung kann ich aktuell noch nicht machen. So. Die haben aber auch keine Lust anzuhalten. Wir verfolgen die einfach mal. Eieieiei. Der crasht erstmal in den Rhein. Was macht er jetzt? Reckless Driving, definitiv. Okay, Dispatch bräuchte bitte unbedingt Unterstützung und Lufteinheiten. So, ich brauche eine Pistole. Meine Güte. Seid ihr da hinten dran? Der rennt zu Fuß. Ist das euer Ernst? Gut, ich schnapp mir den, ihr schnappt dir den. Zu Fuß. Fick da! Kollege! Mann. Let's go. Ich hoffe, den kriegen wir noch. Entkommen. Aber es kann noch sein, dass wir den kriegen. Da vorne fährt er. Ja, den einen haben sie noch, weil da die Luftunterstützung hin ist. Da vorne fährt er. Das müsste er sein. Wir versuchen unser Glück. Ist er das da? Ja, wir haben ihn. Da oben fährt er. Hui! Oh, boah! Da schwenkt man. Nein, wir haben uns festgefahren. Oh, come on. Dispatch bräuchte auf jeden Fall eine Luftunterstützung.
Er will uns doch verarschen. Dass der jetzt nicht mehr hinkommt. Und eine Unterstützung. Lufteinheit. Haben wir ja gerade gerufen. War eine normale Unterstützung. So. Come on, stoppt ihn. Nicht mich, den Flüchtigen. So, Dispatch, wir bräuchten dringend... wo ist es denn? Wir probieren es mal mit einer Straßensperre. Straßensperre ist errichtet. Der rungst dort mitten rein. Hat sich eine Lücke geschaffen. Jawohl, er hat eine Lücke. Ich hab ihn aber. Shotsfire, Shotsfire. Hanno, come on. Hab. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Polizisten. Gut, wir kümmern uns erstmal hier drum. Oh, Dispatch bräuchte bitte erstmal eine Kennzeichenabfrage. Ihr werdet den ja wohl mal kriegen, hä? Den anderen habt ihr aber auch gekriegt. Chef Horst. Okay. Dann lassen wir den auf jeden Fall abschleppen. Abschleppen. So. Decken wir den Streifenwagen. Ah, den haben wir. Okay, alles klar. Ach, come on, Jungs. So, Abschleppwagen ist gerufen. Der erscheint gerade. Der lädt ihn hier drauf. Perfekt. Weiter geht's. Muss ich noch? Glaube ich nicht. Okay, let's go. Da dachten sie, da können sie mit ihrem Rennen einfach entkommen. Aber nicht mit uns. So. Wow. Bist auch lebensmüde, Kuh. Vorsicht. Okay. Komm, zum Abschluss prüfen wir nochmal hier mal ein paar Fahrzeuge. Zack. Waffe brauchen wir nicht mehr. So, Dispatch bräuchte bitte eine Kennzeichenabfrage zu 29NHE271. Okay, der ist sauber. No 1099. So, Dispatch weitere Kennzeichenabfrage zu 85COL018. Target License Plate. 85 Charles Ocean Lincoln 018 no 1099. Weiteres Kennzeichen zu 82WHV934. Target License Plate 82 William Henry Victor 934 no 1099. Auch sauber. So, weiteres Kennzeichen 40OFB375. Dispatch. Komm. 40 Ocean Frank Markus Sweet, auch sauer. 75, no, 1099. So, Dispatch, weitere Kennzeichenabfrage zu 07YGL172. Komm. Suspects license plate 07 Young George Lincoln 172. A traffic violation. Proceed with caution. Okay. Keine Registrierung, keine Versicherung. Das heißt, erstmal kriegt der von uns einen dicken Strafzettel. So, machen eine Meldung. Und am Ende wird er noch abgeschleppt. So. Wir bräuchten eigentlich die Versicherung. Ne, jetzt haben wir den Tötter gerufen. Egal. So, Dispatch, ich hätte noch zwei weitere Kennzeichen abfragen, bitte. Einmal zu 40FZQ739 kommen. Target License Plate.
4, 0, Frank, Zebra, Queen, 7, 3, 9, no, 1099. James Earl, sauber. Und eine weitere Kennzeichenabfrage Dispatch zu 43LRT185, komm. Target Vehicle License Plate. 4, 3, Lincoln, Robert, Tom, 1, 8, 5, a traffic violation. Standbank, keine Versicherung, das heißt Strafzettel. Und gleichzeitig rufen wir die Versicherung. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da. Zack. So. Wer noch mal gemacht. Die Typen sind gerufen, warten kurz, bis die kommen, um ihr Fahrzeug zu sicherzustellen, weil es keine Versicherung hat. Beziehungsweise könnte man noch einen Tow-Truck anrufen. Ich glaube eher Sicherung, wenn es... Ja, alles klar. Wenn es zum Beispiel einen Unfall gab oder so. Oder gestohlen worden ist. So. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende mit der neuen Folge von GTA 5 LSP DFR. In der nächsten Folge geht es dann weiter, weil wir noch eine Runde hier auf dem Land rumschippern. So, einsortieren. Die fahren alle ordentlich, was ist denn da los? Gut, wie gesagt, das war eine neue Folge von GTA 5 LSP DFR. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn denn so ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da und auch gerne Kommentare, Tipps, Tricks und Hinweise, alles mit in die Kommentare. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Und ich würde mich darüber riesig freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann am Freitag zur nächsten regulären GTA 5 LSP DFR Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.